Also man sieht einfach, es geht hier nicht um Wissenschaft, es geht um Politik, es geht um Macht, es geht um irgendwelche Glaubenssätze durchzudrücken. Damit beherrscht man quasi die Menschen. Man setzt sie wieder unter Stress, propagiert ein Heilversprechen, was ich nicht einhalten kann, und damit habe ich sie dauerhaft unter Kontrolle.